Und somit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu Prey. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Wirklich, wirklich. Ich habe mich wirklich sehr auf das Spiel gefreut. Meine Fresse, bin ich gespannt. Also ganz herzlich hallo und willkommen zu Prey. Dem neuen Prey halt. Der alte Trailer war zwar einiges besser als jetzt der neue Trailer, aber ich will hier nichts irgendwie vordingens. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Können wir direkt ein neues Spiel wählen? Zuerst noch ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben. Ist ja von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Okay. Kampagnenspeicherplätze. Dein Verstand ist das Einzige, was dich am Leben halten wird. Setze deinen Verstand, Waffen und Fähigkeiten ein, um zu überleben. Okay. Das Überleben wird dir nicht schwerfallen. Wahrscheinlich. Wir nehmen schwer. Ja, ich bin jetzt so. Wir nehmen schwer. Ah, okay. Ah, ich kann es. Schau mal. Ich kann sogar entscheiden, ob ich ein Typ sein will, der sich ins Auge glotzt, oder eine Frau sein will, die sich ins Auge glotzt. Was nehmen wir nun? MU oder MU? ich nehme sie. Ich nehme knallhart einfach die Frau. Fertig. Du betrittst dein Apartment. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032. Ist ja gar nicht mehr so lange weg. Ja, schön. Meine Fresse, bin ich gespannt auf das Spiel. Hei. Aber, wie gesagt, der Trailer vom alten, neuen Prey, also den ersten Trailer von Prey, wo man so ein Weltraum... wenn er das Kopfgeldjäger ist. Also so ein Typ aller. Ich glaube, Boba Fett war auch ein Kopfgeldjäger. So ein Typ aller Boba Fett halt. Ich habe den so gefeiert. Ich glaube, es geht los. Ja. Doch nicht? Okay, und danke fürs Zuschauen. Das war das ganze Spiel, der eine Ladebildschirm. Toll. Ah, drücke. Ah, ich weiß nicht. Soll ich? Darf? Kann ich? Ich fürchte mich aber. Nein, fass mich nicht an. Okay. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Ui, die hat aber einen ziemlich muskulösen Arm, sag ich mal. Nicht, dass Frauen keine muskulöse Arme haben dürfen, aber. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay, du hast dein Ziel bekommen. Drücke, um dein Transcribe zu öffnen. War das richtig? Das war richtig. Ach so. Ist das so ein Ding, das man sich ans Auge hält? Was haben wir hier? Der erste Tag. Zieh deine Transstar-Uniform an. Alex hat mich überzeugt. Ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Zieh deine Transstar-Uniform ab, dein Apartment. Ja, dann ziehen wir die doch mal an. Bist du? Ausgefranstes Kabel. Nein, das ist nicht. Oh. Hacker 1 erforderlich. So, Passwort eingegeben. Pizza.
Pizza! Hui! Hopp! Ho, Verzeihung! Das war nicht beabsichtigt. Oh, ich habe 3 neue Mails. Also haben wir hier. Gratuliere und willkommen. Also, hallo und herzlich willkommen. Hallo Morgen. Objekt benutzen. Ah, so geht das. Ah, geht doch gleich viel besser. Also, hallo Morgan, Vater Morgan, na, hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker, Personalabteilung, Forschungsstation Tavos 1. So, können wir hier noch... Okay. Alles klar, ich krieg das hin. Lieferung. Hallo, Komma. Ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und eine Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Montag ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann. Alex. Der Löwe. Alex, kennt ihr den? Warum habe ich... Okay, ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal so. Mir wird angezeigt, dass ich keinen Gamesound habe, aber es ist ja gerade auch nicht viel Gamesound da, von dem her. Bereit? Fragezeichen. Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich solle mich benehmen und auf dich hören. Also so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicherzugehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald. Morgen. Alex. Nemesis. Keine Ahnung, wenn ich jetzt noch sagen soll. So, dann haben wir die gelesen. Dateien haben wir keine. Programme haben wir keine. Nicht mal ein Virenschutz. Nicht mal ein Virenschutz. Elektronik leicht gemacht. Auszug aus den Vorworten von Elektronik leicht gemacht von Antoinette Sokol. Mit einer Reihe praktischen Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner analoger und Digitalelektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst schon so schön gesagt, zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Ich habe massig Schrott bei mir zu Hause, ich werde optimaler Erfinder. So, nehmen wir das mal, durchgebrannte Platine, was haben wir hier noch? Achso, nee, wollte ich gar nicht, weg. Nehmen, kann ich hier schrauben? Ah, weg. Okay. Hier vielleicht die Weinflasche noch nehmen zum Trinken? Ne. Schubladen gibt es wahrscheinlich auch keine. Kann ich hier noch? Ich wollte das nicht nehmen. Hüpf. Okay. So, dann, bevor ich mir hier noch was abfriere, was ich nicht habe, ziehe ich doch mal den Anzug an. So. Der erste Tag. Neues Ziel. Bin ich ja... Hallo? Hier noch mehr. Kingston... Kings at Waysect. Trinken wir mal. Komm, trink. Und jetzt liest sich's bestimmt auch viel besser. Die wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, angesichts Alex Hughes Überzeugung, jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, ich bin gefesselt. Na, dann kann den doch mal jemand losbinden. Das ist eine Frechheit.
Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst? Vielleicht. Aber mich? Nein. Alex lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Ich hätte es beinahe hingekriegt zu lesen. Ich bin betrunken. Handtasche, komm her. Oh, also übel sind wir. Das war echt ein weiter Wurf. Das war ein sauweiter Wurf. Sagen wir her. Im Herzen eines Vox. Also echt jetzt. Auszug aus Kapitel 5 des Buches Im Herzen eines Vox von P. Sudo. Das Zubereiten eines Gerichts mit Hilfe des Vox ist eine ehrfurchtgebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Jede einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält die Erinnerung an ein Gericht fest. Ich würde es mal waschen an deiner Stelle. Egal, weiter. Welches in der Stahlschüssel des Vox zu gaumenfreudiger Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerhall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterlichen Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Ja, ich würde die Pfanne ja mal waschen, weil irgendwann wird es dann ungesund. Also spätestens, wenn du in die Pfanne guckst und ich die Pfanne anspringen will, dann wird es sehr ungesund. Kann ich... Ich kann die Tasche... Tasse nehmen. Hier, so, leg da mal hin. Oh, wo ist denn das hin? Oh, sorry. Aha. Ist ja cool. Nehmen. Da ist nichts drin. Hier haben wir noch einen Schrank. Also nehmen wir auch mit Kühlschrank. Oh ja, komm. Alles. Hier hat es nichts drin. Okay. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Auszug aus einem Eintrag in der Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens, Edition 2033 von Elliot N. Shaw. Transglutaminase, TG oder T-Gase genannt, ein in Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder, dachte ich, meine Kamera flackert, oder Fischklößen herzustellen. Wie wird umgangssprachlich auch als Fischkleber bezeichnet. Tipp für Köche. Wenn Sie die Haut eines Hühnchens auf einen Lachs kleben, schützen Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Ist klar, dafür ist die Hühnerhaut dann hin. Einfach so hin. Ah, so, hier ist Kaffeemaschine. Nein. Ich war das nicht. Ist nicht meine Wohnung. Ihr spinnt doch alle. So. Was haben wir hier? Kiste. Hui. Oh, geil. Ich kann Sachen durch die Gegend werfen. Oh, hier ist ein Pad. Ich will spielen. Tü. Huch. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Licht, hier. Schön. Ich hätte vielleicht vorher mal duschen gehen sollen. Komme ich da überhaupt rein? Ha, Tatsache. Ah. Oh ja. Schön. Wo ist mein Shampoo? Wo ist mein Handtuch? Ah, da sind Handtücher. Schön. Also, dann erstmal Pipi. Auch gemacht. Ach, abputzen machen wir später. So, hier. Trocknen. Erstmal die Dusche trocknen. Hier, zack. Huch. Ah, huch. Ab ins Klo. So, da. Ich dachte, man kann sich jetzt so im... Na, schnell die Hände waschen. Seife. So. Ah, das stellt von selber ab. Okay, ich will ja kein virtuelles Wasser verschwendern. Ich dachte, man kann sich jetzt hier so im Spiegel gucken und schauen, wie das Auge immer roter wird. Ich habe da diesen einen Film gesehen. Geh niemals ohne dein Handtuch raus. Also gehen wir nicht raus ohne unser Handtuch. So, wo komme ich denn jetzt raus? Nasser. Hallo? So, Handtuch, komm her. So. Lalalalala. Die erschrecken wir jetzt. Nein, ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ach, undankbares Publikum, die hat es nicht mal mitgekriegt. Ach, leck mich. Oh, schön, fischig.
Wusstest du schon, dass wenn ich eine Hühnchenhaut auf dich klebe und dich dann koche, dann verbrennst du nicht? Also backe, das wusstest du nicht, ja? Ich auch nicht. So, Guten Morgen, Miss Yu. Ey, Lady, Handtuch. Sorry. Warte, ich nehm's weg. Oh, du schwitzt. Brauchst du ein Handtuch? Verschlossen. Warum ist hier zu? Ich will da rein. Hier ist auch zu. Aha, undicht. Du brauchst unbedingt ein Handtuch. Aufhören. Na, lass mich. Die kann ganz schön stinkig werden. Hier, brauchst du Licht? So, Helikopter. Ah, hier hat es noch eine Tür. Die ist auch verschlossen. Handtuch. Hier, Handtuch. So. Dach. Hallo? So. Wenn jetzt jemand vom Fahrstuhl steht, dann klatsche ich mein Handtuch ins Gesicht. Hoi. Schade, da war niemand. Die ist auch verschlossen. Ist ja langweilig, ist alles zu hier, alles zu. Oh, der Rotor läuft. Handtuch! Echelon. Halt, ich will mein Handtuch. Mal gucken, ob da was passiert. Boah, nix passiert. Kann ich hier? Nein, hallo? Muss ich das Ding selber fliegen? Gar niemand fliegt das Ding. Gar niemand fliegt das Ding. Ist ja krass. Machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transferanlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Sphere. Okay. Schön. Schön nice hier. Gefällt mir. Mag ich. No, no, no. La, 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 la. Oh, komm her. Schöner Blick auf die Bucht. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Gefällt mir. Sag mal, fliegen wir jetzt im Kreis oder wie? Da hinten, da sind wir doch gestartet. Aber okay, wir steigen noch ein bisschen, von dem her. Aha. Da steht Prey. Ich sehe nur noch Ey. Ah, Ray und Prey. Und Vögelein fliegen so schön. Hör auf. Na, wer haben wir, Monsieur? Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg! Mach nicht so einen Heidenlärm. Lass mich. Klettern. Achso, okay, cool. Funktioniert ja auch schön. So. Schreiberkopterchen, du wartest mal schon hier. Ich komme gleich wieder. Das dauert bestimmt nicht lange. Hallo, Dr. Yu. Das Ding beobachtet mich. Hallo? Das Ding beobachtet. Also, was soll ich jetzt tun? Warte mal, kann ich das nehmen? Nein, kann ich nicht. Ich nehme dich. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Bitte wer? Ich hau ab hier. Morgen, Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Ich habe einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bestätigt. Hallo? Boah, wie fortschrittlich ist das denn? Hier, fliegende Roboter hier, bald ja? Werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Fucking fliegende Roboter. Zeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Aber man muss den ganzen Scheiß hier noch selber von Hand betätigen. Keine Sprachsteuerung.
Scheiß Fahrstuhl. Hallo. Hört mich jemand? Oder kann ich jetzt hier ganz unschöne Dinge sagen? Oh Gott, was bist du? Ja, was ist los? Ah, also. Hallo. Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie Dankeschön. Ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Us. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Aha. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Aha. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Aha. Dr. Yu? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Sag mal, hast du mir ins Auge gepiekst? Habe ich darum ein rotes Auge? Huh? Soll ich dir mal ins Auge pieksen hier? Pieks? Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Boah, kannst du wahrscheinlich nicht, ha? Die wissenschaftliche Methode, Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten ein Das habe ich schon gelesen. Das habe ich ja schon gelesen. Was liegt denn das blöde Heft hier noch? Moment, warum liegt das verkackte Heft hier nochmal? Aha, 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 aha. Ach so, ja, oh, ich verstehe schon. Ich bin nicht wahnsinnig. Also der Charakter im Spiel nicht, ich schon. Aber nicht komplett. Knopf. Schon wieder was zum Drücken. Ich will hier nicht, ich will... Hallo? Guten Morgen, Norman. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Aha. Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ah, jetzt ist der Knopf rot. Das wollte ich schon sagen. Haha, hier ist kein roter Knopf, du lügst. Gib her, gib her. Gib her, zack. Gib her, zack. Gib her. Flieg raus jetzt hier. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Aha, okay. Ich weiß ja nicht, ob ich das will. Willst du einen Stuhl? Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Was? Verstecken? Was? Wie, wo? Halt, was denn? Hier. Wie? Bin ich versteckt? Synaptische Aktivitäten. Keine. Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Alter, du lügst doch. Wie soll ich mich denn hier verstecken? Schlag dir gleich deine blöde Scheibe ein hier. Würdest du vielleicht den verkackten Stuhl in die Scheibe werfen, morgen? Das Glas geht nicht kaputt, oder? Das wirst du gleich merken. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tu es einfach. Ja, ist okay. Zum Starten den roten Knopf drücken. Ja, komm her, komm her. Ja. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Ja, der Sprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung.
Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Okay, wie kann man nur so schamlos lügen? Hallo? Ah, jetzt geht die Tür auf. Toll. Soll ich jetzt Computerspiele spielen, oder wie? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Es wäre großartig. Danke. Okay, aha. Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Ich sitz. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich will Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Okay. Okay. Ich hoffe doch mal, dass ich das hinkriege. Ja, warte doch, warte. So, also Start. Sie planen in Ruhe, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Vertraut. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Ist auch total schwer, Alter. Also lass mich. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Okay, die Antworten treffen jetzt nicht auf mich zu, aber ich würde mal das hier sagen. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug, das Gleis, wechseln lassen. Doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Ein führerloser fährt auf 5 Menschen zu, die an ein Gleis gefesselt sind. Also erstmal, wer tut sowas? Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Ja, ich würde mal sagen, 5 gegen 1. Naja, wenn es 5 Arschlöcher, verzeihung, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn es 5 Arschlöcher sind und der eine hier ein Kind, dann würde ich das Gleis nicht wechseln. Ihr seid richtig gemein, wisst ihr das? Ach komm, hier, scheiß drauf. Gut, weiter. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Minuten. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn Sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Jetzt wollen die mich sogar schon aufs Gleis stoßen. Ja, komm hier, mach mal. Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Den dicklichen Mann stoßen. Ja komm, ich würde wahrscheinlich springen. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich verängstigt. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ist das jetzt Game Over oder wie oder was? Ja. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Okay. Momentchen mal. Jetzt aber hier ganz, ganz vorsichtig. Hier war das Buch? Edition 2033. Irgendwas stimmt ja hier nicht. Hier kommen, nehmen wir mit. Ist nichts drin. Hier haben wir noch was drin. Im Kühlschrank haben wir noch was drin. Tragen, Hebekraft. Was, den kann ich tragen?
Also Zeug hier haben wir schon alles gesehen. Nur die Sektflasche steht jetzt hier und nicht mehr hier. Der Brief. Herzlichen Glückwunsch, Morgan, Alex. Alex. Okay, es haben sich jetzt doch ein paar Sachen verändert, die man erstmal... Das habe ich noch nicht gelesen. Ausdruck aus Kapitel 1 des Buches Bewusstsein, das Feuer in der Gleichung von Dr. Stuart Penrose. Die Essenz des Bewusstseins... Bewusstseins, ja, nicht Bewusststeins, bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um ein fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, ich würde jetzt mal sagen, was haben wir hier? Galactics. Conquistators. X. Müll. Huch, Verzeihung. Oh, ja bitte. Ey, hallo? Hallo? Würdest du jetzt dann... Ach, dann vergiss es. Ja, ja, das war dann somit der erste Tag von Prey. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich jetzt erstmal, das haben wir hier noch schnell alles ein, bedanke mich jetzt schon mal erstmal ganz herzlich dafür und ja, hoffe, ihr seid im zweiten Teil wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Tag, bis zum nächsten Mal, ciao!